Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Melanie Wunsch und ich freue mich, dass Sie jetzt mit mir auf eine Reise durch 2 Millionen Jahre Migration kommen. Für uns Archäologen und Archäologinnen ist es ganz selbstverständlich, dass Migration schon immer stattgefunden hat. Sie ist ein wiederkehrendes Phänomen und zieht sich wie ein roter Faden durch unsere gesamte Menschheitsgeschichte. Ohne Migration wäre Evolution überhaupt nicht möglich. Denn seit der Mensch sich auf 2 Beinen fortbewegen kann, wandert er. Migration ist also keine neue Erfindung. Sie ist ein Thema, das uns auch in Zukunft noch weiter begleiten wird. Archäologie sollte sich aber nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern sie sollte mit dem Wissen über unsere Vergangenheit sich auch mit dem Heute und der Zukunft befassen. Deshalb stellen wir uns immer wieder die Frage, wer sind wir, woher kommen wir und wohin gehen wir? Wir Menschen konstruieren unsere Identität und Zugehörigkeit zu Gruppen und zu Gesellschaften. Und das war wahrscheinlich früher auch schon so. Unsere Identität bestimmt unser Gefühl von Vertrautheit oder von Fremdheit und es beeinflusst unsere Wahrnehmung von Zusammengehörigkeit oder von Abgrenzung. Heute sehen wir Menschen mit Migrationshintergrund nach einer Definition des Statistischen Bundesamtes wie folgt. Und ich zitiere: Menschen mit Migrationshintergrund sind alle Zugewanderten und nicht zugewanderten Ausländerinnen und Ausländer, sowie alle nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Deutschen und alle Deutschen mit zumindest einem nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Elternteil. Diese Definition umfasst aber nur einen winzig kleinen Teil unserer Menschheitsgeschichte. Wenn wir ganz weit zurückgehen an den Anfang unserer Geschichte, dann haben alle Menschen Migrationshintergrund. In der Vergangenheit waren unsere nomadisch lebenden Vorfahren ständig unterwegs. Warum sie sich aber bewegt haben, wie weit sie gegangen sind, wohin sie gegangen sind, wie lange sie unterwegs waren, ob sie auch wieder zurückgekommen sind, ob sie anderen Menschen begegnet sind und wie diese Begegnungen mit anderen Menschen stattgefunden haben, was es für Effekte gab, welche Innovationen aus diesen neuen Lebensbedingungen an neuen Orten sich ergeben haben oder aus Notlagen heraus entwickelt haben. Das sind Dinge, die wir uns fragen und mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir über Migration forschen. Und mit diesem Wissen aus unserer Vergangenheit können wir heutige und zukünftige Migrationsereignisse einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden 4 Beispiele für Migrationsereignisse aus unserer Vergangenheit und aus 4 verschiedenen Zeitabschnitten vorstellen. Wir werden uns anschauen, wie Migrationen stattgefunden haben, wie Begegnungen mit anderen Menschen abgelaufen sind und was diese Migrationen an Ergebnissen hatten. Wir beginnen aber am Anfang in Afrika. Vor 4 Millionen Jahren gab es eine Klimaveränderung in Afrika. Es wurde immer kühler und immer trockener, der Regenwald schrumpfte und die ersten Hominiden liefen auf 2 Beinen durch die Savanne. Diese Hominiden entwickelten unterschiedliche körperliche Anpassungen an die schwankenden Umweltbedingungen und die verschiedenen Lebensräume. Diese vielfältige Lebensweise und die unterschiedliche Ernährung führte bei diesen Hominiden zu unterschiedlichen Körperformen. Wir sehen also unterschiedliche Ausprägungen am Schädel, am Kiefer, am Rumpf, an den Armen und an den Beinen. Über tausende von Generationen bildeten die Arten einige Merkmale deutlicher heraus. Vor 2 Millionen Jahren erscheint dann zum ersten Mal Homo erectus auf der Bildfläche. Er ist uns Menschen schon relativ ähnlich. Er hat ein größeres Gehirn und lange Beine. Diese langen Beine verschafften ihm eine hohe Mobilität und er hatte natürlich die Arme frei, um andere Dinge damit zu tun, zum Beispiel um Werkzeuge herzustellen. Die Homo erectus-Gruppen bewegen sich in ganz kleinen Familienverbänden und nur in sehr kleinen Schweifgebieten. Die Populationsdichte war insgesamt relativ gering. Und dadurch trafen auch unterschiedliche Gruppen nur selten aufeinander. Wir gehen davon aus, dass sich der Lebensraum pro Generation nur um etwa 2 bis 5 Kilometer verlegt hat. Das ist also keine zielgerichtete Migration, von der wir hier sprechen, sondern eher eine willkürliche Bewegung, also eine Vergrößerung der Schweifgebiete auf der Suche nach Ressourcen wie Nahrung und Rohmaterial für Werkzeug. Vertreter der Art Homo erectus waren die ersten, die aus Afrika auswanderten nach Asien und Europa. Das Ganze dauerte aber Hunderttausende von Jahren. Wichtig zu erwähnen, auch für diese Auswanderung, ist die Nutzung von Feuer. Homo erectus sind die ersten, die das Feuer nutzten. Sie stellten es nicht selbst her, aber sie nutzten es. Das Feuer gab der Menschheitsentwicklung einen riesigen Schub.
Es bot Wärme, es bot Schutz und man konnte auch die Nahrung kochen und dadurch die Nährstoffe in der Nahrung besser aufspalten und besser im Körper verarbeiten. Durch die Nutzung von Feuer konnte sich Homo erectus vor allem auch die unwirtlichen Gebiete außerhalb Afrikas als Lebensraum erschließen. Wir schauen uns jetzt die ersten Auswanderer von Homo erectus an. Sie sehen hier eine Vitrine mit Schädeln. Ich möchte vor allem auf die oberen beiden und den linken unten drunter eingehen. Sie sehen hier drei Schädel von der Fundstelle Dwanisi in Georgien. Diese Funde sind 1,8 Millionen Jahre alt. Homo erectus hat also vor 1,8 Millionen Jahren Eurasien erreicht. Und durch seine hohe Anpassungsfähigkeit und die optimale Nutzung der lokalen Ressourcen konnte er sich hier dauerhaft festsetzen. Vor 1,6 bis 1,2 Millionen Jahren waren dann die ersten Homo erectus auch in Südostasien und Ostasien. Durch Meeresspiegelschwankungen wurden Landbrücken frei, das heißt Homo erectus konnte wahrscheinlich trockenen Fußes bis nach Asien vordringen. Hier gab es wiederum komplett andere Umweltbedingungen. Es wechselte hier von teilweise überschwemmten Mangrovenlandschaften zu offenen Waldlandschaften. Wir kennen an Werkzeugen hier nur einfache Faustkeile oder auch Bola-Kugeln. Sie sehen hier auf der Folie den Schädel aus Sangiran, Indonesien. Es gibt auch einige Kieferfunde und Zahnfunde aus Indonesien. Und typisch für diese südostasiatischen und ostasiatischen Homo erectus-Funde sind kräftige Kiefer und große Zähne. Vor 1,2 Millionen Jahren konnten Homo erectus sich auch nach Europa ausbreiten. Wir kennen von der nordspanischen Fundstelle Atapuerca aus der Höhle Cima del Elefante, die auch wirklich insgesamt unfassbar spannende Funde bereithält, ein Unterkieferfragment. Hier wiederum musste sich Homo erectus wieder an komplett andere Lebensräume und Umweltbedingungen anpassen. Er nutzte aber auch hier das Nahrungsangebot optimal aus und fertigte aus lokalem Feuerstein und Kalkstein Werkzeuge an. Wir schauen uns nochmal die Vitrine mit den Homo erectus Schädeln an. Sie sehen hier die drei Schädel aus Dwanisi, Georgien. Rechts daneben sehen Sie einen afrikanischen Homo erectus-Fund aus Kobifora und unten rechts einen Schädelfund, den ich Ihnen gerade schon gezeigt habe, aus Sangiran, Indonesien. Wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie, dass all diese Schädel sich unterscheiden in der Größe und in der Form. Wir kategorisieren sie aber alle als Homo erectus. Sie sehen hier zum einen, dass es eine unheimlich große menschliche Vielfalt innerhalb einer Art schon gegeben hat. Und dennoch möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, was Friedemann Schrenk mal gesagt hat. Das ist doch alles unterschiedlich. Ihr schmeißt nur alles immer in eine Schublade und schreibt draußen was drauf. Aber es ist einfach eine so große Vielfalt vorhanden, dass wir eigentlich kaum Grenzen zwischen den Arten ziehen können. Ich möchte hier kurz zusammenfassen. Ein kennzeichnendes Merkmal für die frühen Menschen ist eine extrem hohe Anpassungsfähigkeit und Ideenreichtum. Die ersten Bewegungen haben sich nur ganz willkürlich vollzogen. Das waren aber keine zielgerichteten Migrationen. Und das Ganze hat sich über enorm lange Zeiträume abgespielt. Wie sieht es jetzt aber später aus? Wir machen jetzt einen Zeitsprung in die letzte Eiszeit. In der letzten Eiszeit schauen wir uns nun die Migration von Menschen an und ihre Begegnung. Die Menschen in der Eiszeit haben mobil gelebt. Sie waren als Jäger und Sammler unterwegs und bewegten sich hinter den Herden der großen Tiere, die sie als Jagdbeute jagten. Diese mobile, nomadische Lebensweise unterstützt natürlich von sich aus schon die Verlagerung von Siedlungsgebieten. Die Menschen waren sowohl kleinräumig unterwegs, haben sich aber auch über große, weite Strecken bewegt. Zwischen 100.000 und 20.000 Jahren vor heute beobachten wir ein wiederkehrendes Auftauchen und lokales Aussterben von Menschengruppen. Wir verzeichnen ein ständiges Hin und Her von Menschen. Auslöser für diese Migration waren heftige Klimaschwankungen und eine damit einhergehende Verschlechterung der Lebensbedingungen. Wir haben in der Eiszeit ein sehr interessantes Setting mit drei verschiedenen Menschenformen, die sich in unterschiedlichen Regionen entwickelt haben. Und trotz dünn besiedelter Gebiete sind sie sich begegnet und haben sich vermischt. Wir haben zum einen Neandertaler in Europa, Denisova-Menschen in Asien und Homo sapiens in Afrika. An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal ganz bewusst darauf hinweisen, dass wir in der Vergangenheit immer mehrere Menschenformen, Menschenarten hatten, die gleichzeitig gelebt haben. Dass wir heute die einzige existierende Menschenart, wir Homo sapiens, noch da sind, ist ein evolutionärer Sonderfall. Beginnen wir aber in Europa mit den Neandertalern. Sie haben sich in Europa aus dem europäischen Zweig von Homo erectus bzw. aus Homo heidelbergensis, den Sie ja auch aus Schöningen kennen, entwickelt. Sie waren extrem gut angepasst an die Klimaverhältnisse in Europa. Zwischen 100.000 und 20.000 Jahren vor heute gab es allerdings sehr heftige und kurzfristige Klimaeinbrüche.
Das heißt, es wurde innerhalb kurzer Zeit sehr kalt und trocken. Weite Teile Europas lagen unter Eis und Regionen waren nicht bewohnbar. Die Neandertaler wichen nach Süden, Westen und Osten aus. Anders als Homo sapiens, der sich out of Africa bewegte, bewegten sich Neandertaler out of Europe, nach Zentralasien und nach Sibirien. Wir wissen zum Beispiel, dass sie vor 60.000 Jahren im Iran waren und vermutlich den südkaspischen Korridor als Durchgangsgebiet nach Sibirien benutzt haben. Am Neandertal-Museum laufen gerade sehr spannende Forschungsprojekte zur Besiedlung des Nord-Iran und des West-Iran. Und vor 60.000 Jahren waren hier die klimatischen Bedingungen eben wesentlich günstiger als in Europa. Die Neandertaler fanden hier optimale Lebensbedingungen vor. Sie hatten Zugang zu Frischwasser, reichlich Jagdgründe und sie konnten pflanzliche Nahrung sammeln und zu sich nehmen. Das hier ist auch das Gebiet, in dem wahrscheinlich Homo sapiens, der aus Süden gekommen ist, sich mit Neandertalern getroffen hat. Daran wird aber im Augenblick noch geforscht. Wir haben als zweite Menschenform die Denisova-Menschen. Im sibirischen Altai in der Denisova-Höhle sind diese Knochen gefunden worden. Am Anfang waren es nur mini kleine Knochenteile, mittlerweile gibt es ein paar mehr Knochen. Vor allem sind die Denisova-Menschen aus genetischen Daten bekannt. Es wird da im Augenblick aber noch ganz intensiv geforscht, sodass wir auch durch neue Verfahren, Proteinanalysen und so weiter davon ausgehen können, dass noch mehr Knochen bekannt werden. In China gibt es ebenfalls Funde von Denisova-Menschen. Da wird in den Depots wahrscheinlich auch noch einiges liegen, das im Augenblick noch gar nicht bearbeitet und publiziert ist. In dieser besonderen Höhle haben zunächst Denisova-Menschen und Neandertaler zusammengelebt und sich auch vermischt. Später haben wir hier auch Funde von Homo sapiens und auch er hat sich mit allen beiden vermischt. Jetzt haben wir aber als dritte Menschenform in der Eiszeit Homo sapiens noch nicht unter die Lupe genommen. Die ältesten Funde von archaischen Homo sapiens kennen wir aus Marokko, aus Jebel Irhoud und die sind 300.000 Jahre alt. In Afrika führte vermutlich auch ein Klimawechsel zu Migration. Es wurde nämlich trocken und kühl. Viele Wege führten aus Afrika heraus, aber der einfachste führte über den Landweg, über den vorderen Orient. Das Ganze war aber keine einmalige Auswanderbewegung, sondern wir müssen uns das in Etappen vorstellen. Menschen gingen nach Norden, kamen an natürliche Barrieren, das Klima wurde schlechter, es gab Rückschläge, sie mussten zurückgehen. Wir verzeichnen auch hier immer wieder eine Lücke im fossilen Befund, sodass wir davon ausgehen müssen, dass Populationen, kleine Gruppen ausgestorben sind. Die frühesten Spuren von Homo sapiens in Europa kennen wir aus dem heutigen Griechenland, aus Apidima. Das ist ein Höhlensystem und vor 210.000 Jahren lebten hier vermutlich schon die ersten archaischen Homo sapiens. Etwas später, um 170.000 vor heute, lebten auch Neandertaler hier. Vor etwa 90.000 Jahren finden wir Homo sapiens zum ersten Mal im heutigen Israel, aber auch dort haben sie sich noch nicht festgesetzt. Wir wissen mit heutigem aktuellen Forschungsstand nicht, was der Grund dafür war. Es gab in diesem Gebiet bereits Neandertaler. Ob die Homo sapiens von ihnen verdrängt worden sind, können wir im Augenblick nicht belegen. Homo sapiens wanderte dann weiter über den Mittleren Osten und über die Levante nach Europa ein. Das war ungefähr vor 42.000 Jahren. Er lebte hier eine Weile mit Neandertalern nebeneinander. An Kontakten zwischen den beiden Gruppen wird im Augenblick noch geforscht. Beiden machte allerdings das heftige Klima hier zu schaffen. Ich habe gerade schon erwähnt, dass es extrem heftige und kurzfristige Kälteeinbrüche gab. Die Neandertaler wichen ins Mittelmeergebiet aus, in dem das Klima wesentlich milder war und sie bessere Versorgungslagen vorfanden. Allerdings gibt es auch um 40.000 keine Funde mehr von Neandertalern. Die Populationen scheinen einfach zu klein gewesen zu sein, um sich längere Zeit halten zu können. Aber auch Homo sapiens blieben noch nicht. Zwischen 42.000 und 33.000 Jahren vor heute war die Besiedlungsdichte in Europa extrem gering. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass nur 1.500 Menschen gleichzeitig in Europa gelebt haben. Erst nach dem letzten Kältemaximum vor etwa 20.000 Jahren blieben Homo sapiens dauerhaft in Europa. Ich möchte Ihnen hier als Beispiel für eine der ersten Generationen von Homo sapiens, die nach Europa gekommen sind, den Fund von Peștera cu Oase in Rumänien vorstellen. Es handelt sich hier um die Rekonstruktion eines jungen Mannes. Er datiert um 40.000 vor heute und er gehörte zur ersten Einwanderergeneration. Wir wissen aus genetischen Untersuchungen, dass aber diese Gruppe der ersten Einwanderer sich nicht dauerhaft in Europa festsetzen konnte. Sein Erbgut hat sich nämlich in keiner der nachfolgenden Homo sapiens Generationen in Europa wiedergefunden. Genetische Untersuchungen sind für uns eine unschätzbare Quelle an Informationen. Sie hilft uns dabei, Lücken im fossilen Befund zu schließen.
Sie sehen hier in der Grafik noch einmal das, was ich eben gesagt habe. Diese Populationen, die sehr klein werden, wenn sich das Klima verschlechtert, die Lebensbedingungen sich verschlechtern. Wir haben eben recht kleine Populationen, die teilweise aussterben. Wenn sich das Klima wieder verbessert und neue Gruppen nachkommen, wird die genetische Vielfalt wieder größer. Dennoch verzeichnen wir immer, wenn sich das Klima verändert, auch das Aussterben von Gruppen. Ich fasse noch einmal zusammen. Klimaschwankungen sind die Auslöser für Bewegungen der Menschen während der Eiszeit. Wir verzeichnen in der letzten Eiszeit ein ständiges Hin und Her von Menschen. Sie begegnen einander in klimagünstigeren Regionen, tauschen sich aus und vermischen sich. Die harten Klimaverhältnisse führten aber immer wieder zum Aussterben von Gruppen und zum Einwandern von neuen Menschen, wenn sich das Klima wieder verbesserte. Was passiert jetzt aber nach dem Ende der letzten Eiszeit? Wir machen jetzt wiederum einen Zeitsprung und jetzt reden wir nur noch von einer Menschenart, nämlich Homo sapiens. Das Eis schmilzt, die Mammutsteppe verschwindet, die großen Tiere der Mammutsteppe sind ausgestorben und der Wald kommt. Die Menschen leben weiter als mobile Jäger und Sammler und passen sich den neuen Umweltbedingungen an. Sie erfinden neue Waffen und Technologien, um sich bestmöglich versorgen zu können. Vor 7500 Jahren veränderte sich das Bild dann aber rapide. Dann kamen nämlich frühe Bauern aus dem heutigen Anatolien und wandern in die Gebiete der Jäger und Sammler ein. Und die haben ziemlich komische Dinge dabei, nämlich genormte Häuser, die sie aus Lehm und Holz bauen. Sie roden den Wald, um Ackerbauflächen für Getreideanbau zu erhalten. Sie bringen Tiere mit, die sie züchten. Und sie stellen Keramik für die Vorratshaltung her. Der Grund für die Migration war wahrscheinlich auch wiederum ein Klimawandel. Es wurde nämlich im heutigen Anatolien extrem trocken und die Böden versteppten. Die Leute, die dort bereits als Bauern lebten, hatten vorher eine sehr gute Versorgungslage. Dadurch wuchs die Bevölkerung schnell an. Aber durch die Versteppung der Böden konnte die Versorgung der Menschen nicht mehr sichergestellt werden. Teile dieser Menschengruppen machten sich also auf den Weg nach Westen. Es ging aber nicht alle mit, sondern es blieben Restbevölkerungen zurück. Und die Information über die neuen Gebiete wurde in die alten Gebiete übertragen. Wir gehen davon aus, dass sich die Verlagerung der Siedlungsräume relativ schnell vollzog. Wir können uns vorstellen, dass innerhalb von 400 Jahren eine Strecke von Ungarn bis nach Köln zurückgelegt wurde. Ob die Jäger und Sammler mit Neugier oder Überraschung oder Ablehnung reagiert haben, als die frühen Bauern in ihre Siedelgebiete eingewandert sind, das wissen wir nicht. Die archäologischen Befunde zeigen aber, dass es Kontakte gegeben hat und Materialien wie Pfeilspitzen oder Keramik ausgetauscht worden sind. Belege für Konflikte finden wir im archäologischen Fundgut nicht. Die unterschiedlichen Lebensweisen und Bedürfnisse haben sich anscheinend so unterschieden, dass man sich gar nicht in die Quere gekommen ist und sich geduldet hat. Wiederum zeigen jetzt genetische Analysen, was die archäologischen Befunde uns nicht mitteilen. Zum einen ist nämlich das genetische Signal für die frühen Bauern so stark, dass wir davon ausgehen müssen, dass große Bevölkerungsgruppen eingewandert sind. Die Idee der sesshaften Lebensweise, Ackerbau und Viehzucht, war also nicht an einen Ideentransfer geknüpft, sondern tatsächlich an Menschen, die diese Ideen mitgebracht haben und etabliert haben. Die zweite Information aus den genetischen Daten ist, dass in den ersten 1000 Jahren nach der Ankunft der frühen Bauern es keine Vermischung mit den Jägern und Sammlern gegeben hat. Der Übergang von der mobilen Lebensweise der Jäger und Sammler zur sesshaften Lebensweise war also ein allmählicher Prozess. Es gibt ein Beispiel, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte, nämlich die Blätterhöhle aus dem nordrhein-westfälischen Hagen. Hier haben vor 11.000 Jahren Menschen bereits ihre Toten bestattet. Es hat Ausgrabungen gegeben in der Höhle und auch auf dem Vorplatz. Und spannend ist, dass vor 5.500 Jahren an diesem Ort noch zwei weitere Gruppen waren. Die erste Gruppe war eine Mischung aus frühen Bauern und Jägern und Sammlern, die sich hauptsächlich von Ackerbau und Viehzucht ernährten. Das wissen wir durch Isotopen- und Genanalyse. Die zweite Gruppe war eine Jäger-Sammler-Gruppe, die sich ausschließlich von der Jagd ernährte. Daran sieht man, dass also beide Lebensweisen noch lange nebeneinander existierten. Ich möchte auch hier kurz zusammenfassen. Wiederum sind Klimaveränderungen Auslöser für Migration gewesen. Menschen mit unterschiedlichen Lebensweisen begegneten sich, tauschten sich aus und duldeten einander. Innovationen sind mit der Einwanderung von neuen Menschengruppen verknüpft gewesen. Die Einwanderung dieser neuen Menschengruppen in schon besiedelte Gebiete musste aber nicht unweigerlich zu Konflikten führen. Und wir sehen, dass sich die Veränderung der Lebensweise ganz allmählich vollzogen hat und nicht abrupt da war. Wir machen jetzt einen letzten Zeitsprung an den Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit.
Alle Menschen leben nun sesshaft von Ackerbau und Viehzucht. Sie haben es aber schon gemerkt, je weiter wir in der Zeit voranschreiten, desto komplexer werden auch die Verhältnisse und desto schneller vollziehen sich Veränderungen. Wir haben im heutigen Mitteldeutschland zur Zeit der Jungsteinzeit am Übergang zur Bronzezeit lokal sehr unterschiedliche Kulturgruppen. Wir sehen immer wieder den Abbruch lokaler Traditionen und das Auftauchen neuer Kulturelemente. Vor 4800 Jahren wanderten in die Gebiete des heutigen Mitteldeutschlands Menschen ein. Die erste Gruppe sind Vertreter der sogenannten schnurkeramischen Kultur aus Osteuropa und die zweite Gruppe sind Vertreter der sogenannten Glockenbecherkultur aus Westeuropa. Warum sind die denn jetzt eigentlich gekommen? In Osteuropa herrschte vermutlich Bevölkerungsdruck wegen sehr hoher Besiedlungsdichte. Mit dieser hohen Besiedlungsdichte wächst natürlich auch die Gefahr von Epidemien. Wir haben vor 4500 Jahren erstmals in Europa Yersinia pestis. Das ist eine ausgestorbene Form des Pesterregers. Die großen Städte im Osten verschwinden um 5000 vor heute. Es muss also dort eine Katastrophe gegeben haben, weshalb sich die Leute dann Richtung Westen aufgemacht haben. Auch hier ist das genetische Signal wieder so groß, dass wir davon ausgehen müssen, dass große Bevölkerungsgruppen aus dem Osten nach Westen gewandert sind. Interessant ist auch zu erwähnen, dass die Vertreter der schnurkeramischen Kultur zu 75% identisch mit den mobilen Viehzüchtern der Yamnaya-Kultur sind, die wir aus den südrussischen Steppengebieten kennen. Die Schnurkeramiker hatten auch Pferde dabei, dazu komme ich aber später noch. Die Vertreter der Glockenbecherkultur hatten vor allem neue Technologien der Kupferverarbeitung im Gepäck und hatten vermutlich auch ein Interesse an Handel. Wie sah aber jetzt eigentlich das Zusammenleben dieser Gruppen aus? Wir können es so beschreiben, dass Schnurkeramiker und Glockenbecher Leute in einer Art Parallelgesellschaft gelebt haben. Sie arrangierten sich, sie nutzten das gegenseitige Wissen und die Technologien. Sie hatten allerdings Unterschiede in ihren Bestattungssitten und Grabbeigaben. Manchmal finden wir aber auch Mischinventare, in denen Objekte aus beiden Kulturen vorhanden waren. Aber welche Folgen gab es jetzt eigentlich? Durch das Auftauchen neuer Materialien wie Kupfer und Salz wird der Handel betrieben. Pferde, da kommen wir wieder drauf zurück, erleichtern den Austausch von Informationen und den Transport von Handelsgütern über weite Strecken hinweg. Das heißt, das Ganze konnte jetzt über viel weitere Strecken passieren und in viel kürzerer Zeit vonstatten gehen. Der Besitz einzelner Personen wächst und Handelsmonopole entstehen. Dadurch kommt es natürlich auch zu Herrschaftsansprüchen. Und es bildet sich eine Kriegerelite heraus, die diese neuen Machtansprüche sichern soll. Ich möchte Ihnen hier als Beispiel das Grab von Wendungen in Sachsen-Anhalt vorstellen. Es handelt sich hier um das Grab eines Mannes, der 40 bis 50 Jahre alt war und an einer Kopfverletzung gestorben ist, die ihm wahrscheinlich durch einen Axthieb beigebracht wurde. In Männergräbern der Schnurkeramikkultur finden wir Scheibenbeile, Pfeil und Bogen und Streitäxte, die als Waffen gegen andere Menschen eingesetzt wurden. Die schnurkeramische Kultur trägt auch den Beinamen Streitaxtkultur. Sie sehen also, mit der Entstehung von Besitz und Machtansprüchen kommt es auch zu Gewalt. Mit der sesshaften Lebensweise und der Herausbildung von Besitzansprüchen mehren sich jetzt also auch die Belege für Konflikte. In Eulau, auch im heutigen Sachsen-Anhalt, ist der Überfall auf eine Siedlung dokumentiert. Unter den Opfern sind vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. Diese ermordeten Frauen stammten aus einem Gebiet, das etwa 70 bis 80 Kilometer entfernt war. Das wissen wir aus Isotopenanalysen. Und diese Frauen sind erst als sehr junge Frauen in das Gebiet gekommen. Und die Täter, die den Überfall geplant und ausgeführt haben, stammten wahrscheinlich aus genau diesem Ursprungsgebiet. Es waren also entsprechend Nachbarn. Mit diesem letzten Beispiel möchte ich unsere Reise gerne beenden. Wir haben mit dem Beginn der Bronzezeit eine multikulturelle Gesellschaft mit komplexen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, wie wir sie auch heute ungefähr kennen. Ich möchte Ihnen noch zuletzt diese genetische Grafik zeigen, denn auch genetisch haben wir in dieser Zeit bereits einen Mix, den wir heutige Europäer auch noch in uns tragen. Wir sind nämlich die Mischung aus drei genetischen Komponenten. Zum einen Jägersammler, zum anderen frühe Bauern und als dritte Komponente Yamnaya-Kultur. Sie haben anhand dieser vier Beispiele unterschiedliche Formen von Migrationen kennengelernt und welche unterschiedlichen Ergebnisse daraus entstanden sind. Sie sehen aber vor allem, dass Migration schon immer stattgefunden hat. Unabhängig von Hautfarbe, Religion, ethnischer Identität und kultureller Prägung hat jeder Mensch Migrationshintergrund.
Heute migrieren Menschen auf der Flucht vor Kriegen und Verfolgung oder aus wirtschaftlicher Not heraus, weil der Klimawandel ihnen die Lebensgrundlage nimmt. Auch in der heutigen Zeit müssen wir Migration als Bestandteil unseres Lebens akzeptieren. Wir müssen uns den damit verbundenen Herausforderungen stellen. Wir können aber auch versuchen, sie als Chance zu sehen und in unserem menschlichen Miteinander zu wachsen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.